So, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ja, 50% sind im Bilde, aber die anderen 50% kommen noch. Diesmal geht es ja unter anderem nicht nur um eine gute Aussicht, sondern ein bisschen ums Equipment. Revolution Race, da haben wir immer wieder ein bisschen Equipment gekriegt von denen zum Testen und zum Probieren und auch ein bisschen Langzeittests. Und haben jetzt schon die zweite Garnitur, also es wie ihr seht, die Jacken und die Hosen. Also die Cyclone Jacket und die Nordwand Pant, so heißt sie. Hat ganz einen coolen Touch mit den Flecktarn. War jetzt schon einige Monate bei uns im Betrieb und hat sie über den Winter relativ gut geschlagen. Winter ist vorbei und jetzt soll sie sich aber auch im Sommer, Frühjahr ein bisschen schlagen und da kommt schon die Vicky daher. Mit ihrem coolen Outfit. Ja. Gleiche Jacken, aber andere Hose. Genau, andere Hose. Dazu wird mehr. Also ich erkläre eigentlich jetzt nochmal mein Review zu den Revolution Race Klamotten, die was mir eigentlich im letzten Video schon gezeigt haben. Wir haben es jetzt auch schon einige Zeit verwendet gehabt, sowie die Hosen als auch die Jacken. Und ich habe da die Hose, die Busher Outdoor Jeans. Ich habe es ja gerade gesehen, man kann mit der perfekt Radl fahren, man kann mit der alles machen. Also sie ist komplett Stretch, Wandern, Radl fahren, Training. Und hat zwei große Taschen, das ist super praktisch. Ich sehe, ich habe mein Smartphone da drin. Hat super gut Platz. Das ist da so gerippt. Und drunter auch noch eine kleine Tasche, falls man noch irgendetwas zum einen da hat. Geht super praktisch mit Reißverschlüssen zumachen. Und hat hinten auch noch mal zwei Taschen. Unten ist die Hose noch verstärkt, genau. Bund, genau. Genau, beim Bund spezieller jetzt zum Biken total optimal. Hat oben auch noch einen Bund für einen Gürtel, falls es wäre, ganz normal mit Knopf. Und da auch nochmal zwei Taschen. Also Taschen mehr als genug. Zeige ich nochmal das aus. Genau, also Busher Outdoor Jeans, ich bin mit der echt sehr, sehr zufrieden. Ist auch für Herbst, Winter einfach auch total optimal. Oder jetzt noch im Frühjahr ein bisschen, weil es einfach auch sehr wärmend ist. Und jetzt zu der Jacket, das ist die Cyclone Jacket. Ich habe die in Größe XS und das ist so ein wunderschönes Pastellrosa, Altrosa, darf ich jetzt mal sagen. Ich habe die im Gebrauch zum Skifahren jeden Tag gehabt, diese Saison. Es ist bis jetzt gar nichts aufgegangen. Also ich bin sowas von begeistert von der Jacke. Ich habe da den Reißverschluss mehr als genug auf und zu gemacht wegen der Skikarten, die war da drin. Ich habe die vorne verstellt. Jedes Mal, es ist gar nichts, es klebt immer nur super oder es heftet immer nur super. Und was ganz optimal war, habe ich gefunden, wenn man einen Skihelm aufhat, man kann das da vorne auch noch verstellen. Und zwar, ich habe das immer so aufgemacht, dann ist der Kragen einfach weiter oder man kann ihn eng haben und durch den Helm oder wenn man dann nur einfach einen Schal drunter hat zum Skifahren oder auch zum Biken, ist das einfach sehr weit und die Kapuze ist riesengroß. Also man hat mega viel Platz auch noch drunter am Pullover. Also das hat mich auch sehr begeistert, was auch natürlich total optimal ist, auch zum Skitouren gehen oder halt jetzt auch zum Biken, speziell zum Sporteln. Man kann die lüften, also kann sie komplett aufmachen, von oben und unten oder in einer Seite durchgängig, das links und rechts. Integriert ist auch noch das Rekosystem, natürlich perfekt zum Skifahren, dass man wieder gefunden wird, falls jemand etwas passiert, auch zum Wandern. Und Taschen hat sie auch mehr als genug, da zwei große. Da vorne noch eine Brusttasche, alles da drinnen hat sie da unten noch eine, die ist innenseitig und da hat sie auch noch mal eine Tasche. Verstellbar ist sie unten auch noch mit einem Bund, sowie auch oben kann man auch noch verstellen. Ich zeige es euch jetzt noch mal von hinten. Genau. Und nach dem ganzen Gebrauch, sie knistert immer nur wie beim ersten Mal. Also und wasserdicht, winddicht, alles drum und dran. Also perfekt. Dann werde ich mal probieren, mein Zeug ein bisschen vorstellen. Jacket ist im Prinzip die gleiche, was die Vicky hat, nur in Rot. Ich wollte jetzt einmal Rot nehmen, ich habe mir gedacht, ja, ist doch einmal ein bisschen eine coole Farbe und einmal war ja Rot einmal lang nicht so in und jetzt gefällt es eigentlich voll gut. Fällt super auf. Was aber nicht auffällt, ist, dass ich die Jacken echt oft angehabt habe. Es ist nichts aufgegangen. Es funktioniert alles wie am ersten Tag. Ihr seht es. Also minimal, dass man ein paar Spuren sieht vom Material und so, aber wirklich einwandfrei.
Größe XL bei mir, ich bin 1,85, 90 Kilo schwer, also XL passt perfekt. Drunter würde ich es nicht nehmen, weil wenn man es dann ein bisschen spannt, dann kann man halt noch was drunter anziehen, ohne dass die Haut im U liegt vor den F. Super. Ja, gleicher Aufbau wie bei der Vicky. Ebenso die ganzen Gimmicks, dass ich Kragenweite verstellen kann und enger machen. Die Frontbrusttasche ebenso praktisch, wenn es oft schnell was zum Einschieben ist. Und auch die seitlichen Taschen. Alles mit wasserdichten Reißverschlüsse. Ebenso wie bei der Vicky. Natürlich auch die Lüftung, damit man da nicht da schwitzt in der Jacke. Was ich aber noch mehr oder noch cooler finde, ist diese unscheinbare Hosen, also diese Nordwand Pant, weil sie schaut auf den ersten Blick eher wie so fast so Style-Hosen aus, gar nicht so jetzt noch Outdoor, aber mit diesen ganzen Details, wie man sagt, dass diese Knie da stretchen in dem Bereich, dass die Fußbereiche bzw. das Ende auch doppelt gnad ist, gerade wo der Verschleiß stattfindet beim Gehen oder beim Biken, ist eine super Sache. Und wenn man sich ja da niederbewegt, man hat überhaupt keine Spannung auf der Hose. Es ist total, total locker. Ich sehe das jetzt halt Bikeschuhe, wenn wir beim Biken sind. Von dem her, sie liegt da super an. Und man kann sie natürlich auch noch enger machen. Und dann ist sie wirklich perfekt. Also gerade für so Sachen, wenn man sagt, man macht oft so eine Herbst- oder Bike- und Hike-Geschichte oder so, oder ein bisschen auf Adventure, ist einfach fein, weil beim Gehen du nicht permanent in der Hose bist. Wenn du es aber natürlich dann ein bisschen wieder locker haben möchtest oder man will, dann entspannt man das Ganze. Von der Größe würde ich sagen, ausreichend. Ich sehe jetzt, meine ganze Hand geht rein. Ich habe da immer gut ein Smartphone Platz gehabt und auch mehr Wanderkarten oder so Sachen. Gerade für diese Lost Places, wo man oft ein bisschen Material mit hat. Genau. Da ist ein bisschen was Kleineres, was Gröberes. Was sich da anbietet, ist zum Beispiel eine Taschenlampe oder ein Leatherman oder was, was dann eher kompakt oben ist, damit es nicht schlackt, auf das hat man auch gedacht. Genau. Und halt natürlich dann klassisch zwei Einschubtaschen, wo man dann eigentlich die Front normal nutzen kann. Genau. In meiner Größe würde ich so ML empfehlen, von der Hose, XL von der Jacke, ungefähr als Anhaltspunkt. Da kann man dann echt ganz gut sagen, das passt zusammen. Jacke, deswegen ums Kennen größer würde ich sagen, weil man fährt ja vom Motorradrennen mit denen, aber es ist halt, wenn man drunter was anzieht, sei es ein Pullover oder ein bisschen mehr, dann hat man da einfach Spiel. In Summe habe ich mir da recht was Cooles ausgesucht. Ich bin super zufrieden damit. Farblich gefällt es mir wirklich gut. Die Hosen gerade mit dem Fleck dann ist total interessant von der Optik und interessant vom Dauerbetrieb, weil man hat einfach keine Flecken und wenn man Flecken hat, sie hat ja schon Flecken. Also das relativiert sich da ganz gut. Und auch vom Dreck, wenn einmal ein Dreck oben ist, sei es Erde oder sowas, einfach trocknen, abbürsten, geht super. Ja, würde es mir kaufen? Ja, auf jeden Fall. Ich finde das Preis-Leistungssegment echt stark von der Marke. Und für den Bereich, was wir jetzt nutzen, ist es einwandfrei. Und mehr wird wahrscheinlich ja auch noch gehen, obwohl es war jetzt wirklich ein Dauerbetrieb und hat da überhaupt nie Schwachstellen gezeigt. Also sehr, sehr coole Sache. Das war jetzt mein kleiner Beitrag zu der mehrwöchigen, monatigen Nutzung von dem ganzen Equipment. Und mehr, glaube ich, brauche ich nicht mehr sagen, oder? Abschließende Worte. Eine Sache gibt es noch und das ist das Wichtigste. Ihr könnt es wahrscheinlich schon denken, für euch gibt es wieder einen Rabattcode. Und zwar 15% auf das ganze Sortiment mit EPICRIDE 15. Und das gilt von 21.02. bis 25.02. Genau. Also ich habe jetzt unsere Sachen gesehen. Was wir dazu sagen, für was wir das in Verwendung haben. Ja, für alle, die was zuschlagen wollen, nehmt einen Rabattcode. Genau. Viel Spaß beim Schuppen. Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Danke fürs Dabeisein und bis dann. Ja, für euch. Ciao.